Hallo und willkommen zurück. Ich mache jetzt gleich schnell auf weiter. Wir müssen uns aber ein bisschen sputen. Also willkommen zurück zu The Infected. Ich habe nämlich vielleicht ein bisschen die Zeit vergessen und wir müssen unbedingt noch eine Sperr herstellen. Oh, stimmt, es ist ja dunkel. Oh. Aber wir haben ja noch den Bogen. Wir haben ja noch den Bogen. Und wir haben dann. Achso, wir haben ja noch einen Knochenspeer und wir haben noch den Bogen hier. Ich bräuchte aber, glaube ich, mehr als das, weil die Steinaxt kann ich jetzt für die Nacht weglegen. Ich würde nochmal einen Knochenspeer machen, auf jeden Fall. Das waren, glaube ich, drei davon, oder? Oh Gott, wir müssen nochmal schnell nachschauen. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt in 6 Minuten ist oder ob der später losgeht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kammerspieler, Werkbank, ein Knochensplitter, drei Stock, fünf Pflanzenfasern. Wir haben da übrigens einen Bär liegen, ja. Fragt nicht. Ich kann das erklären. Moment, was war noch? Ich hab vergessen, Knochen. Knochen. Okay, Horde hat begonnen. Also nur drei Stück, die wir brauchen. Passt auf, denn machen wir mal. Wir versuchen das jetzt einfach mit dem Ding hier. Wir sehen hier, was passiert. Hallo? Geht's schon los? Mir fällt gerade was ein. Jetzt ist ja auch Ton da. Nee, ich hatte den Ton nicht aus. Aber ich glaube, tatsächlich drei Wembys schaffen wir auch ohne. Bitte sag mir, dass ich trinken habe. Gott sei Dank. Okay. Ich glaube tatsächlich, drei Wembys schaffe ich auch ohne jetzt nochmal extra irgendwie. Ne? Ja, geht's jetzt mal langsam los? Wo sind sie? Ah, da hinten ist einer gespawnt. Die sind da hinten gespawnt. Lul. Sind die jetzt irgendwie stärker oder so? Okay. Kommen auf jeden Fall schon mal nicht hoch. Die hauen halt auf das Ding hier drauf. Die kommen auf jeden Fall schon mal nicht hoch. Es ist eigentlich positiv anzusehen. Okay, passt auf. Okay. Noch einer. Oh! Oh, warum war es nur hinter mir? Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, drei Stück ist okay. Ja, das Problem war eben, dass die ja auch hier drunter laufen können. Das heißt, wenn wir das aufwerten, also sie kommen auf jeden Fall schon mal nicht hoch, was sehr positiv ist. Das heißt, wenn wir das Ding aufwerten und die von außen dranhauen, dann können wir oben stehen und runterschießen. Die laufen auf jeden Fall schon mal nicht hier, also die springen auf jeden Fall nicht mal hier hoch. Das heißt, rein theoretisch funktioniert das Ding noch, ne? Rein theoretisch funktioniert das Ding. Okay. Ja, ich war natürlich fleißig immer zwischendurch. Zwischen den Folgen mache ich Sachen. Wir lassen das Feuer jetzt auslaufen. Wir gehen jetzt nochmal schlafen, bis Tag ist. Dann könnt ihr nämlich auch den wunderschönen Bären sehen, der da liegt. Der hat mich überrascht. Und dann habe ich mich erschrocken. Dann ist mir die Waffe aus der Hand gefallen. Hat sich selbst gelöst und den Bären erschossen. Erstochen. Mehrfach. Klingt das plausibel? Ich übe fürs Gericht. Nee, oder? Okay. Gut. So. Ich gucke mal. Wir müssen hier nämlich weiterbauen. Das ist wichtig. Das mache ich dann irgendwann mal zwischendurch. Es funktioniert, ne? Ja, das sollte funktionieren. So, ich habe nämlich alles gebaut, was ich noch hatte. Oh, ich sag viel zu oft, oder? Es nervt mich ein bisschen selber. Oh, komm. Ich habe gerade die Hordennacht gehabt. Und jetzt kommst du hier an? Dein Ernst? Oh Gott. Wo willst du hin? Denn es macht doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob so das Gefühl, dass die einfacher sind oder bin ich einfach aggressiver? Ja, ich weiß. Das auch. Okay, ich würde das hier tatsächlich offen lassen, damit ich dann hier so rübergehen kann. Das hier habe ich so perfekt hingestellt, dass hier so perfekt hinpasst. Das heißt aber, dadurch, dass wir diesen Bereich schon haben,
können hier, können. Hallo Sprache, hallo deutsche Sprache, bist du bei mir? Bitte schreibe in dieses Buch. So, Essen, genau, Beet. Und zwar, wir haben jetzt die Möglichkeit, das einfach hier so hinzumachen. Weil später, ne, ihr wisst Bescheid, werden wir das hier alles haben. Ich mache erstmal eine Reihe auf jede Seite. Hier kommt hier sowieso Lagerraum hin. Glaube ich jedenfalls. Dann würde hier nochmal eine zweite Lage hinkommen. Hier würde nochmal eine zweite Lage hinkommen. Und hier links und rechts könnten wir nochmal ein bisschen was hinmachen. So. Was genau wir da jetzt reinmachen, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal brauchen wir 8 Brett, 8 Nagel. 8 Brett, 8 Nagel. Nagel, 8 Brett. Was? Oh, wenn das nicht funktioniert, ne? Das finde ich mal schlimm. Also ich wollte ja nochmal einen Speer herstellen. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne mit ein Speer ein Bogen gehen. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal alles so. Ich gucke noch mal, dass ich das Ding ja dann befeuere. Ah, weiß nicht, ob das so klug war. Naja. Immerhin bin ich es. So, was für eine Erwartungshaltung habt ihr da noch? So, okay, gut. Wir haben hier nochmal. Das heißt. Ja, ihr seht ja, ich habe zwischendurch nochmal Steinchen geholt. Ich habe Holz geholt. Ich habe ganz viel Holz beiseite liegen. Für all die schönen Sachen, die wir jetzt zusammen bauen werden. Da ist er. Das Bärchen. Es schläft nur. Kann man sich dazu kuscheln? Ach so, mir ist irgendwie zum Schnitt was eingefallen. Wahrscheinlich werdet ihr das massenweise unter die Folge geschrieben haben noch. Erinnert ihr euch an den Punkt, als ich da. Es war natürlich nicht dumm oder so, ne? Aber erinnert ihr euch an den Punkt, wo ich den Wagen zerstört habe, weil ich den Bären haben wollte? Im Endeffekt habe ich so ein bisschen realisiert. Vielleicht, aber nur vielleicht. Okay? Wäre sich das alles ausgegangen, wenn ich einfach rechtsklick geklickt hätte. Weil ich ja das Holz immer mit rechtsklick rausnehme. Also. Ja. Ne? So, ich würde den Zubereitungstisch jetzt nehmen. Wir haben ja das Fleisch schon da liegen. Ich meine natürlich, nee, nicht den Bären, nicht den Bären. So, was kommt hier rein? Hier kommen 25 Eisenbarren. Wir schauen gleich mal bei der Höhle vorbei. Ey, ohne Witz. Wie viele noch? Ja. Fass mich nicht an. Wie viele denn noch? Ich möchte mich ja nicht beschweren, aber das sind zu viele. Wir werden auf jeden Fall das Feuer dann gleich ausmachen müssen, wollen, tun. Und auf jeden Fall auch was anpflanzen, solange wie Regen. Ich würde sagen, von jedem ein bisschen. Was? Ehrlich? Oh, Bretter. Okay, gut. Das Bretter fehlen. Ist okay. Ist okay. Ja, ich habe die Dinger alle voll gemacht. Von daher. Upsi. Wenn wir gleich gucken gehen. Also ich würde schon gern mindestens so eine Seite fertig bekommen. Und dann würde ich sagen, tatsächlich, dass wir mal die Mine besuchen gehen und uns dort mal umschauen. Wie war das eigentlich mit dem großen Ofen? Hat sich das nicht sogar gelohnt, irgendwie mit dem großen Ofen zu machen? War da nicht mal was? Wisst ihr, was wir hier machen? Hier machen wir auch nochmal so einen Durchgang. Und hier machen wir dann wieder zu. Ich glaube, das ist gut. Wisst ihr, was wir hier hin machen können? Jetzt ohne Witz, das würde übelst geil kommen, weil es einfach übelst realistisch ist, weil dort auch die Regenrinne ist. Denkt ihr das gleiche wie ich? Denkt ihr das gleiche wie ich? Ich glaube nicht. Ich bin nämlich einzigartig und keiner denkt, nein, Spaß. Oh Gott. Oh, das war jetzt gerade. Ja. So, ah, das sieht doch nice aus. Ja, die Regenrinne, das liegt da drinne. Also eigentlich. Okay? Eigentlich liegt es da drinne. So. Okay. Und. Ihr merkt schon, ich habe heute den Clown gefrühstückt. So.
Und dann wollte ich einmal das hier so machen. Und einmal Holzbrüstung hier. So, perfekt. Ich sehe das nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eine Holzbrüstung hier überall drumherum mache. Aber sind wir mal ehrlich, es ist halt einfach. So hat es einen Abschluss, okay? Das fängt da an und schließt da ab. Perfekt. Super. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich brauche. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Ich würde sagen, das reicht dann auch jetzt. Ne? Wir haben ja hier noch was genug zu tun. Aber wie gesagt, sowas werde ich dann offscreen machen. Ich weiß auch nicht. Ach so, da brauche ich die anderen für. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals wieder an diese Wanne rankomme. Ach, die ist aus Holz. Die ist aus Holz. Ha, interessant. Interessant. So. Ich würde sagen, wir schmelzen jetzt nochmal die zwei Barren hier ein. Und das restliche Feuer machen wir tatsächlich aus. Brennt? Ja, gut. Gut, es ist halt aber auch nicht mehr viel. Ja, komm. Dann lassen wir das durch, oder? Okay, hier ist noch ein bisschen mehr. Hier sollten wir das Feuer vielleicht löschen. Geht's? Oh, schade. Hier ist, glaube ich, auch kein Wasser drin, ne? Oh Mann. Ich werde das ein bisschen vermissen. Ein bisschen werde ich vermissen. Aber noch bleibt das ja ein bisschen so stehen. Alles. Da hat jemand Hunger. Kleines Hüngerli. Oh Mann. Du bist nicht du. Wenn du Hunger hast. Ich fände es, glaube ich, noch nice, wenn man hier so ein Tor hinmachen könnte. Da, wo offen ist. Hier bei den Dingern. Wenn man da noch irgendwie so ein Tor hinmachen könnte. Ich glaube, das würde ich sogar tatsächlich echt nice finden. Echt nice. Ich hole jetzt aber nochmal Wasser. Dum, 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 dum. Nein. Ach komm. So. Und den Rest leeren. So, essen. Wir haben ja noch die Dinger hier. Ich weiß gar nicht mehr, was wollte ich noch machen? Ich glaube, wollte ich noch irgendwas mit dem machen? Ich glaube nur noch den Ofen, oder? Hier brauche ich Aluminium, Kupfer. Ja, gut. Den Ofen würde ich, glaube ich, anfangen. Beziehungsweise packe ich die erstmal weg. Ich packe die erstmal weg. So. Die Bretter. Oh nein, ich habe keine Sache, wo ich Bretter. Aber ich kann die oben hier reintun. Essenstechnisch habe ich auch nichts. Ich hoffe, ich finde was unterwegs. Ansonsten habe ich ein Problem. Weil ich muss jetzt sowieso gucken, wie ich das alles verteile. Oh, falsches Ding. Falschen Knopf gehalten. Ich muss gucken, wie ich das alles verteile. Weil ich ja jetzt eigentlich in die Mine wollte. Das können wir mitnehmen, weil ich glaube tatsächlich, dass es das nicht mehr so lange halten wird. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Wir haben schon alles aufgegessen. Ha, wir haben da ein Feuer und einen Bären. Also rein theoretisch könnten wir jetzt schön viel Fleisch essen. Machen wir auch. Passt auf, machen wir auch. So. Jetzt sagt er mir, kannst du nicht. Ach doch. Guckt weg, wenn das zu hart für euch ist. Ein Leder? Ey, das ist ein Riesenbär gewesen. Was ein Leder? Okay, was können wir hier dran fertigstellen? Können wir alles nur am Herd machen, ne? Moment. Gegenstände. Hier Gegenstände und dann Essbares. Saat.
Hier, Essen, Trinken. Nee, können wir nur Mischung machen für Kochen, ne? Aber so an sich, nix. Okay, ist ja auch kein Problem. Hier doch roher Speck. Kann durch das Töten wilder Wildschweine sowie durch das Schlachten auf dem Schlachtertisch erhalten werden. Ah, okay, den Speck kann ich also nur. Okay. So, wir hauen aber hier erstmal was drauf und auf jeden Fall also ich werde einmal jetzt was rösten. Und einmal trocknen. Ach nee, stopp. Ein Fleisch weg. Wir machen die Leder. Die Leder. Man kennt es. Nein, die Leber. So. Und dann würde ich sagen, braten wir einmal durch und dann nochmal erstmal Hände waschen. Ist ja ekelhaft. Das Blut von der Bär an die Hände. So. Wer will das schon? Und Sachen anpflanzen. Jetzt können wir's. Jetzt können wir es. Zack. Ich glaube, wir können alles einmal anbauen. Nee, nicht alles. Ich glaube, ich habe nur 5 Stück, ne? Nee, 6. Alles gut. Dann können wir alles anbauen. Einmal Kürbis. Einmal Wassermelone. Kartoffel. Nicht mal in seinem Garten ist man. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ey, ohne Witz. Kriege ich einfach ein Aluminiumherz aus ihm raus. So. Okay. Und Gurkensaat war das letzte, ne? Ich hab. Einfach vom Dings wegessen. Aber das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich werde jetzt auch nur gucken, dass das Fleisch gebraten wird. Weil ich würde ungern die ganze Zeit das Feuer. Aber ich glaube, wenn es gebraten ist, dann dauert es auch länger, bis es kaputt geht, oder? Ja, ich glaube. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt alles? Also als allererstes machen wir hier. Zack, zack, zack. Weil das ist mein Verteilungsding. Ich bin am Belegen. Ich brauche ja unbedingt eigentlich eins, wo ich 2 Kisten drauf mache. Ist jetzt halt blöd, ne? Weil. Wie ist denn das? So, komme ich da. Ja, okay, ich komme da immer noch dran. Okay, gut. Dadurch, dass es gleich regnet wieder. Solange wie das noch ist. Ist gut. Okay. Also. Ah, Wasserhaus braucht ja. Also Wasserhaus kommt auf jeden Fall hier nebendran. Passt auf. Du kannst ja schon mal planen. Keine Ahnung, wann ich das baue. Aber es ist ja wichtig, dass erstmal alles geplant ist. Ach, ich hab die Tech. Solange wie ich die Tech noch gar nicht hab, kann ich es ja nicht planen. Das ist natürlich. Die Steinmühle, aber das braucht halt alles Strom. Als allererstes würde ich tatsächlich, glaube ich, sowas hier. Extrahiert Lehmerde. Und hier extrahiert Steine und Erze. Diese können in Höhlen platziert werden, um Kobalt, Kupfer oder Aluminium abzubauen. Okay, also muss ich die jetzt noch in Höhlen hinstellen. Ich würde tatsächlich einen gleich mitnehmen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Öl. Ich würde gucken, dass ich jetzt erstmal überhaupt genug habe, um den hinzustellen. Das heißt, ich brauche 18 Eisenbarren und 8 Bretter. Wie viele Bretter habe ich dabei? Gar keine. Super, weil ich sie alle rausgelegt habe. Genau, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das heißt, ich mache mal hier ein bisschen Platz. Zack, 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 zack. So. Es ist halt alles voll mit Müll, ne? Die Knochen haben woanders gelegen. Ich habe hier auch noch keine richtige Ordnung drin. Ich weiß das. Das ist auch sehr ungewöhnlich für mich. Weil ich halt alles irgendwie reingeklatscht habe. Was halt auch sehr schlecht ist, ne? Ich hätte mir eigentlich vorgenommen, dass ich so zwischendurch mal, weil ich ist auch alles doppelt und dreifach drin. Was auch sehr, sehr schlecht ist, weil es einfach platztechnisch blöd ist. Ich würde das jetzt aber ungern mit euch zusammensortieren. Weil ihr einfach keine große Hilfe seid.
Also ich würde das jetzt einfach mal auf euch schieben. So. Nein, natürlich nicht. Weil es einfach zu langweilig ist. Deswegen natürlich. Das andere ist aber auch eine gute Ausrede. So, wir brauchen Eisen. Oh Mann, Leute. 18 Eisenbarren. Wie soll ich das denn schaffen? Okay, also wir brauchen auf jeden Fall eine leere Kiste. Ja, das hält dann auch halt einfach einen Tag. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn es kaputt geht. Das heißt, wir müssen noch zweimal durchbraten. Das machen wir. Wahrscheinlich kommen gleich nochmal 50 Mal. So. Okay. Passt auf. Wir haben auf jeden Fall hier draußen noch eine Kiste stehen. In der ist auch noch so. Gut, wir nehmen mal raus, was geht und versuchen das mal hier einzusortieren. So, das habe ich weiter unten gesehen. Das hatte ich auf jeden Fall irgendwo. Das ist alles so durcheinander. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das können wir hier rein tun. Ich glaube, hier oben hatte ich. Nein. Genau, hier hatte ich die Dinge. Zwiebel. Ach, seht ihr, die Zwiebel haben wir noch gar nicht angepflanzt. Weil wir auch den Keimling gar nicht hatten. Denken wir drüber nach. Oh, dieses Huhn. Wenn es jetzt gleich noch rumgackert, dann kommt es gleich zack in den Topf. Oh nein, das hätte ich nicht so laut sagen sollen. Es hat aufgehört zu gackern. Das ist wahrscheinlich weggelaufen. Es hat mich wahrscheinlich gehört. Es ist. So. Ja. Okay. Oh nein, es ist noch da. Hallo. Ja, ich bin friedlich. Friedlich. Ich tu dir nichts. Außer dich vielleicht essen. Wisst ihr was? Dekohalber können wir die Seile einfach hier so liegen lassen. Ja. Ja, passt perfekt. So. Ich wollte die da stehen lassen. Ich wollte die gar nicht hinlegen. Ich habe das nur gesagt, um. Es ist doch unglaublich nah. Ist es. Kannst du mich nicht. Wegen dir ist das Huhn jetzt weggelaufen. Stück Eisen. Nice. Ein Stück Eisen, das ist schön. Ich glaube, ich baue. Also ich glaube, ich bin schneller, wenn ich jetzt nochmal zwei Kisten baue. Ich glaube, das geht schneller. Und das werden wir auch tun. So, platzierbare Lagerkisten. Zack. Wieso will es nur eine Kiste bauen? Muss ich das verstehen? Es sind 8 Kisten. Ach. Ach ja. Kennst du? Ja, mit dem Rechtsklick, ne? Mein Gehirn. So. Okay. Brauchen gleich nochmal eine Kiste. Ich würde halt ehrlich gesagt schon gerne. So, ich würde schon gerne die ganzen Sachen schon mitnehmen, aber wir haben einfach noch keine 18 Eisen. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit macht es trotzdem Sinn? Also, Eisen bekommen wir ja sowieso nicht raus. Aber macht's Sinn, jetzt auf Teufel komm raus das zu machen? Ich glaube nicht. Und was brauchen wir hierfür? 50 mal trockener Ziegel. Ist rein theoretisch machbar. Weil 50, aber dafür brauchen wir den Rührding, oder? Brauchen wir dafür für den Mischer? Strom können wir ja auf normalem Wege auch nicht bekommen. Da brauchen wir ja erstmal, also das heißt wir, oh Gott. Okay, also ob wir wollen oder nicht, wir müssen in die Städte rein. Ja. So, das sind hier nochmal 6 Stück.
Das heißt, ich habe die beiden fertig. Das Essen ist auch fertig. Das heißt, ja, wie gesagt, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt loszuziehen. Ja. Trink nochmal. Das restliche Wasser nehmen wir mit. Ich glaube, so viel Essen werden wir auch nicht brauchen. Es ist jetzt halt auch schlecht, wenn ich jetzt mit 40 Wasser losgehe. Wisst ihr, was ich meine? So, das wird ja nie im Leben ausreichen. Ach, dieses Hähnchen, ne? Wenn es nicht aufhört zu gackern, landet es gleich auf dem Tisch. Na gut. Ja. Gut. Also wir haben auf jeden Fall schon mal was zu essen dabei. Also wir werden nicht verhungern. Wir haben jetzt keine Vitamine. Das Fleisch keine Vitamine hat, ist mir neu. Spaß. Wir werden auf jeden Fall dann ins nächste Dorf gehen. Und werden uns auf dem Weg was bauen. Ich meine, das Gute ist, wir haben hier eigentlich alles, ne? Wir haben hier das Dorf, wir haben hier vorne die Höhle. Muss man jetzt nur noch rausfinden, was in der Höhle ist. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Höhle, oder? Ja. Und ich sehe gerade, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.